Schreibend halte ich mich am Leben und überlebe jeden Tag wieder. Ich schreibe, um diese unglaubliche Gelegenheit, am Leben zu sein, genau wahrnehmen zu können und zu feiern. Ich schreibe, um einen Sinn zu finden, obwohl es am Ende wahrscheinlich gar keinen gibt. Diese Zeilen stammen von ihr. Doris Dörrie. Gar nichts weiter hinzuzufügen. Eigentlich kann ich wieder gehen. Wir sind alle Fiktion. Wir, die wir hier alle sitzen, wir sind Fiktion und wir sind auch Erinnerung, weil wir uns gerade erinnert haben. In dem Moment, wo wir etwas erleben, ist es bereits Erinnerung. Und wenn wir schreiben, schreiben wir aus der Erinnerung. Alles um uns herum wird immer mehr zu einem Narrativ. Alles ist eine Erzählung. Geschichten schreiben ist ein bisschen wie einen Tisch zu decken. Und nein, es muss nicht alles auf den Tisch. Im Gegenteil, wir müssen sehr genau überlegen, was wir auf den Tisch stellen. So ganz nebenbei, niemand hat ein Recht, ein Virus zu verbreiten. Das nur ganz nebenbei. Es sind goldene Zeiten für uns, die wir schreiben, Drehbücher schreiben, und gleichzeitig sind wir auch extrem herausgefordert, denn jetzt wird sehr vieles in Frage gestellt und das ist sehr verwirrend und auch anstrengend. Aber die einzig wirklich wichtige Aufgabe, die wir haben, wenn wir schreiben, ist, die richtigen Fragen zu stellen. Und diese Fragen sind jetzt besonders drängend. Wessen Geschichte erzählen wir? Mit welcher Stimme sprechen wir? Wer darf sprechen? Und wer muss zuhören? Wer hat die Macht und wer hat sie nicht? Wer wird nicht gehört? Wer küsst wen? Wer liebt wen? Wer hasst wen und warum? Schreiben besteht zu einem ganz großen Teil aus Zuhören. Denen zuhören, die selbst keine Stimme haben. Genau hinhören, wenn Stimmen von wenigen besonders laut werden und alles andere übertönen. Zuhören, wenn Menschen sich nicht oder falsch repräsentiert fühlen. Uns selbst zuhören, unseren eigenen Ängsten und Sehnsüchten, unseren Vorurteilen, Urteilen, unseren persönlichsten Fragen und immer das eigene Privileg mitdenken und befragen. Manche befürchten, durch all diese Fragen in einen Writer's Block aus Beton zu stürzen. Aber ich finde, wir sollten uns herausgefordert fühlen und beflügelt. Es ist doch großartig, was alles im Moment in Bewegung gerät. It's moving. It's a movie. It's moving. Und ich finde, dass all die, wir hier vielleicht so ein bisschen etwas davon begriffen haben, wie filmisches Erzählen funktioniert, dass wir das weitergeben müssen, weiter vermitteln müssen an die, die noch nicht gehört werden, die noch keine Stimme haben und die eben noch nicht erzählen dürfen und ihre eigenen Fragen stellen dürfen. Bitte gebt es weiter. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig für uns hier als Akademie, das Weitergeben. Denn je mehr unterschiedliche Geschichten es gibt, ja, das müssen wir machen. Denn je mehr unterschiedliche Geschichten es gibt, desto reicher sind wir. Jede gute Geschichte stellt eine gute Frage. In den drei nominierten Drehbüchern stellen Jan Schomburg und Maria Strader in Ich bin dein Mensch nach Motiven der gleichnamigen Kurzgeschichte von Emma Braslavski die Frage nach der Wahrheit unserer Gefühle. Dominik Graf und Konstantin Lieb fragen in Fabian oder Der Gang vor die Hunde nach dem gleichnamigen Roman von Erich Kästner, wann der politische Opportunismus beginnt. Eine sehr wichtige Frage, damals wie heute. Und Johannes Naber und Oliver Keidel fragen in dem Drehbuch Curveball, was auf wahren Ereignissen basiert, was man immer wieder sich auch vergegenwärtigen sollte, wenn man den Film sieht, weil es so unglaublich ist. Sie fragen danach, wessen Wahrheit warum gewinnt. Und jetzt stellt sich hier die Frage, wer die Lola für das beste Drehbuch nach Hause trägt. Aber wo ist der Umschlag?
haben diesen Umschlag. Die Lola für das beste Drehbuch geht an Jan Schomburg und Maria Schrader für Ich bin dein Mensch. Maria und für dich. Herzlichen Glückwunsch. Hey Schrader. Hey Schomburg. Na, wie geht's? Gratuliere. Gratuliere dir. Kannst du nicht bald mal wiederkommen? Jetzt leg mal los mit deiner Dankesrede. Stimmt, ja. Vielen Dank an die Akademie und wir haben uns ja sehr viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt und ich habe festgestellt, es könnte vielleicht in ein paar Jahrzehnten Wesen geben, die auf uns gucken, wie wir jetzt auf Hunde gucken, dass man so denkt, na, das machen die einfach so, aber lass die mal oder so. Und die vielleicht auch das, was wir als menschlich empfinden, nämlich die Vernunft, die Liebe, die Zärtlichkeit vielleicht besser beherrschen als wir. Und dann ist das Letzte, was uns bleibt, die Idiotie, die Irrationalität, das Unvernünftige. Das nächste Mal, wenn Sie jemanden sehen, den Sie unvernünftig finden, wo Sie denken, es ist ein Idiot, jemand, der es nicht versteht, umarmen Sie ihn mit Liebe und Zärtlichkeit. Denn vielleicht ist es das Letzte, was uns als Menschen dann irgendwann noch mal bleibt. Und jetzt möchte ich ein paar Menschen kurz danken, die die Liebe und die Zärtlichkeit alle in sich tragen. Das ist erstmal Emma Braslavski, die dieses wunderbare, die die Kurzgeschichte geschrieben hat. Das sind Katharina Dufner und Jan Berning vom SWR und Lisa Blumenberg, die fantastische Produzentin dieses Films. Und Maria, es ist sehr vieles mit dir sehr schön, aber schreiben ist fantastisch mit dir. Das macht richtig, ist richtig unglaublich. Vielen Dank. Vielleicht darf ich auch noch eine Sekunde etwas sagen. Ich bin sowieso traurig, nicht bei euch sein zu können. Und je länger ich diesem Abend beiwohne, je unwirklicher erscheint er aus der Ferne. So viele Menschen, so viele Kolleginnen, Kollegen zusammenkommen, das habe zumindest ich seit anderthalb Jahren nicht erlebt. Und vielen Dank für diese schönen Worte, Doris. Ich würde auch dich sehr gerne umarmen und grüße euch alle herzlich und wäre wahnsinnig gerne bei euch. Ich kann nicht kommen wegen der Dreharbeiten hier in New York. Die Bedenken sind groß, mich nach Berlin fliegen zu lassen. Das kann ich auch verstehen. Wir sind alle inzwischen daran gewöhnt. Umso herzlicher grüße ich euch alle.